Das ist einfach immer so. Bei dem einen sagt man, oh, ich gönn dir, Bruder, alles gut, Mann, ehrlich, mach so viel Werbung, wie du willst. Und bei der anderen sagt man, oh mein Gott, du bist so geldgeil und so weiter. Es hängt immer davon ab, guck mal, es liegt auch davon ab, wie man sich nach außen gibt. Wisst ihr, wie ich meine? Zum Beispiel Anna, klar, Anna gibt sich heftig nett. Sie ist auch die einer der nettesten Personen. Anna ist meine große Schwester. Wirklich, ich liebe sie von Herzen. Also jetzt nicht so, wie ihr wieder denkt, aber ich hab sie lieb in meinem Herzen drin. Aber wisst ihr, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, wenn man einmal irgendwie einen schlechten Ruf hat, wegen irgendwas, dann steht man auf der schlechten Seite. Und dann hat man verkackt, weil egal was man macht, das wird einen immer wieder verfolgen. Und ich weiß, was ihr für Argumente habt, ich weiß, was ihr für Gründe habt, aber das ist für mich ehrlich überhaupt kein Grund zu sagen, nee, ich möchte jetzt nicht mehr mit dir befreundet sein, Tina. What the fuck? Es gibt viele Leute, wo ihr nicht mögt, aber die sind einfach korrekt. Wisst ihr, wie ich meine? Zum Beispiel Beke wird, das ist einfach so, Beke wird von vielen Leuten nicht so gemocht. Das ist mir egal, ich stehe trotzdem zu ihnen, weil ich ihn mag, okay? Wir wollen nur das Gute für dich. Ich weiß es doch. Ich hab's dir vorhin auch schon geschrieben. Ich weiß doch, dass ihr nur das Gute für mich wollt. Und sie auch süß, aber ich finde es einfach nicht krass, also ich finde es einfach nicht gut, wenn man mir Vorwürfe macht, dass ich mit der und der Person chill, wenn man aber selbst diese Person überhaupt nicht privat kennt. Würdet ihr Tina kennenlernen, dann würdet ihr sie wahrscheinlich auch mögen. Wahre Supporter akzeptieren dich und deine Meinung. Sehe ich genauso. Gut, natürlich, wenn ich jetzt was komplett Dummes mache, dann sehe ich das nicht so, weil dann sollte man schon was sagen dagegen. Aber wegen sowas Unnötigem, wo ich eigentlich nichts Falsches gemacht habe, finde ich eigentlich echt nicht so geil, dass man mir da Vorwürfe macht. Oder Tina irgendwie dumm anmacht oder so. Finde ich einfach nicht geil, Leute. Was kommt denn ProSieben, ne? Immer ProSieben. Ja, ist Lukas noch im Stream? Keine Ahnung. Hast Vorurteile. Wir müssen für Keanu da sein, Leute. Es ist einfach so. Es sind alles nur Vorurteile. Man weiß nie die wahre Geschichte. Es gibt so viele Beispiele. Einfach, wisst ihr, wie ich meine? Und die Tatsachen, Tina hat mir das mit Mike auch erzählt und ihre Seite ist. Wisst ihr, wie ich meine? Weil Fans verdrehen Tatsachen schon heftig, teilweise. Das kann man nicht bestreiten. Fans verdrehen schon oft Tatsachen. Das habe ich schon sehr oft mitgekriegt. Eifersucht aus das. Völlig okay. Aber ich finde, man sollte erstmal mit der wahren Person reden. Und ich finde, es ist keine gute Eigenschaft, wenn man auf andere Leute hört. Und wenn man, sage ich jetzt mal, eine Person wie Tina, wenn ich die gut mag, und dann viele, viele Personen höre und sie dann einfach nicht mehr mag. Wie 31er ist denn das? Dann müsste ich jetzt Lukas auch nicht mehr mögen. Das ist absolut dasselbe. Lukas wird von vielen Seiten gehatet. Und ich mag Lukas, weil ich ihn persönlich kenne, weiß, wie korrekt er ist. Und seine Seite viel krasser verstehe. Wisst ihr, wie ich meine? Versteht ihr, wie ich meine? Das ist das absolut gleiche wie mit Lukas. Das war's genau. Jeder muss seine eigene Erfahrung mit den Leuten machen. Genau. Sehe ich auch so. Tina hatte selber eine Line-Fanpage. Ja, und? Ich weiß, ich habe davor gesagt, dass Fans oft die Tatsachen verdrehen. Aber ja, das gilt dann. Andere auf die und so weiter, das ist ein Teufelskreis, was ich meine. Schwierig. Tina lutscht bei jedem Fame ab, lol. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Wie oft habe ich sie.
mich nie nach irgendeinem Shoutout, nach irgendwas hat sie mich nicht einmal gefragt, wieso ist sie dann Fangirl? Verstehe ich gar nicht. Also, ja, trotzdem, sie schleimt mega. Oh, ist klar, Digga. Sie schleimt gar nicht. Das ist Quatsch. Wenn man es so sieht, dann schleimt jeder. Einfach jeder schleimt dann. Jeder hat schon mal geschleimt. Das ist einfach so. Ob bei eurem Lehrer oder sonst wem. Ich kann nicht sagen, dass ihr noch nie geschleimt habt. What the fuck? Oh Mann, Leute. Das ist, aber ihr seid so süß. So unfassbar süß. Ich liebe euch echt so heftig, Mann. Da merkt man, das ist halt so ein Liebesbeweis. Wisst ihr, wie ich meine? Dass ihr mich liebt. Weil würdet ihr mich nicht lieben, dann wäre es euch scheißegal. Aber ihr liebt mich deswegen. Sozusagen sie auszureden oder so. Keine Ahnung, Mann, wie ich das... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ey, Keanu, beruhig dich. Ich bin völlig ruhig. Wieso hilft mir niemand? Mein Fuß ist eingepennt. Mann, scheiße. Tut mir leid. Ich kenne dieses Gefühl. Jetzt bin ich eifersüchtig, lol. Keiner liebt dich. Der Super Mario. Du bist so kompliziert. Oh mein Gott, was war das gerade? Was laberst du, Digga? Worum geht es? Bruder, es geht darum, dass ich mit Tina, wenn ich jetzt sage, zusammen war, dann werden wieder Tatsachen. Nicht eifersüchtig werden. Ich mag Nathan, also Kekse TV, Bruder. Du weißt, you know, bra, you know. Ich mag so viele Leute und ich werde auf keinen Fall, nur wenn wir andere Leute. Okay, daran merkt man ja schon, was ich für eine Person bin. Mir war sowas von wohl bekannt, der Ruf von jedem bekannt, mit dem ich zu tun habe, der einen schlechten Ruf hat. Mit jedem. Und es ist mir scheißegal, was ich für einen Ruf habe. Ich die Leute kennenlernen will. Ich möchte die Leute kennenlernen, wie die sind. Ich bin nicht jemand, der sagt, oh mein Gott, der hat einen schlechten Ruf, mit dem möchte ich auf keinen Fall was zu tun haben. Das ist falsch. Das ist in meinen Augen falsch. Wenn man sagt, ich finde den sowas von korrekt privat, sein Ruf ist mir scheißegal, dann ist das für mich die richtige Ansicht. Und jeder, der eine andere Meinung hat, der ist einfach für mich nicht loyal. Keine Ahnung. Weil man muss immer die Leute kennenlernen. Man darf nie auf den Ruf hören. Anna. Was geht, Anna, mein Schatzi? Meine Big Sister. Die ganze Welt chillt hier im Stream. Ja, Mann. Tina Neumann. Was ihr sozusagen über Tina sagt und so, und das ist mir scheißegal. Ich verstehe euch und ich finde es echt süß, dass ihr euch Sorgen um mich macht, aber ich bin großer Junge. Um mich muss man sich keine Sorgen machen, Leute. Voll langweilig in der Bahn. Nee, glaube ich dir. Bist immer noch unterwegs, krass. Big Sister, the Friendzone, haha. Ich bin ihr kleiner Bruder. Oh, Friendzone. Ist das Gleiche. Mario macht mich immer fertig. Alter, ist halt echt so, Nathan. Halbe Welt ist in dem Stream. Einfach Mario, Lukas, du, Tina, Anna, einfach alle. Amena, Koyum. Oh mein Gott, Leute. Heute war einfach mein letzter Auftritt. Für mich bist du immer noch der kleine Kern und für mich bist du immer noch die große Anna. Seht ihr, wie ich meine, Leute? Das ist einfach... Ich mag es einfach echt nicht. Leute, versprecht mir einfach, eine Community zu sein, die nicht über andere urteilt.
ohne sie so richtig zu kennen, weil, wisst ihr, wie ich meine? Das ist einfach, ja, keine Ahnung. Ich weiß, was ihr meint mit der und der und Beke und der haben einen schlechten Ruf oder so. Aber ich möchte Leute halt einfach immer kennenlernen, wisst ihr, wie ich meine? Und ich bin offen. Leute, ihr wisst, dass ich ein offener Mensch bin, dass ich irgendwie nicht, ja, keine Ahnung, eingeschränkt, hört sich jetzt falsch an, aber dass ich so auf Abstand bin. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin offen für alles. Okay, das hört sich jetzt auch falsch an. Aber ich bin offen. Und ach, dann finde ich es einfach nicht gut, wenn man schon Vorurteile hat. Wisst ihr, wie ich meine? Versucht euch einfach immer die eigene Meinung zu bilden. Dann bin ich glücklich. Dann habe ich echt einen Herzenswunsch, der in Erfüllung geht. Okay, Leute, ich glaube, ich kann mir jetzt gleich endlich das erste Mal in diesem Tage im Bett liegen, außer heute Morgen, wo ich aufgewacht bin. Ganzer Tag einfach Soundcheck, Mountcheck, Towncheck, Auftritt, Essen. War echt gerade chillig. Wir waren mit Jenny, mit Mario und so essen. Ne? Hat echt Bock gemacht, ja. Ich liebe deine Denkweise. Ja, es ist einfach so. Das ist ja das Gleiche wie, ich habe schon so viele Filme und so viele Serien geguckt, die natürlich, also im Prinzip eine moralische Geschichte dahinter hatten. Diese moralische Geschichte war einfach, Towncheck habe ich nicht, ich habe Soundcheck gesagt. Und diese moralische Geschichte ist einfach, dass es so oft Sachen gibt, wo ein falscher Ruf ist. Es gibt so oft Leute, die gemobbt werden aus Gründen, die überhaupt nicht stimmen, die einen schlechten Ruf haben. Das kennen bestimmt welche von euch. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt bestimmt welche von euch, die schon irgendwie gehört haben, dass Scheiße über die erzählt wurde, wo überhaupt nicht stimmt. Wisst ihr, wie ich meine? Und wenn ihr sowas schon mal hattet, dass Scheiße über euch erzählt wurde, was nicht stimmt oder sonst irgendwas, wenn ihr schon mal sowas habt, dann müsst ihr auf meiner Seite sein. Weil dann ist für euch ist meine Ansicht dann richtig. Wenn nicht, dann wärt ihr ja dumm. Weil dann wisst ihr genau, wie sich jetzt zum Beispiel Tina fühlt oder so. Oder wie das generell ist. Wie es ist, wenn man nur eine Seite kennt und ja. Egal, ich möchte jetzt nicht mal darüber sagen. Ich hoffe, euch hat mein Stream gefallen. An die ganzen Fame-Leute, Nathan und so. Ich hab euch lieb. Bro, ich glaube, wir sehen uns auf der Glow nochmal. Ja, Leute. Schreibt mir auf direkt, wenn ihr irgendwelche Sorgen oder sowas habt. Ich hab euch ganz tolle lieb. Ich freue mich, wenn ihr meine Sichtweise seid. Wir sehen uns. Welche Glow? Die Glow in Berlin. Ha!